Unter Freunden ist es üblich, dass man sich gegenseitig in das Freundschaftsbuch schreibt. Es ist ein Beweis der Freundschaft, das wissen auch diese Mädchen. Im Fieber des Austausches wissen sie jedoch nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Jua, schreib bitte was in meinem Buch. Füll einfach hier das Profil aus. Kanako reicht Jua ihr Freundschaftsbuch. Okay. In meiner Klasse ist das Reinschreiben in Freundschaftsbüchern sehr beliebt, denn jeder möchte sich gerne für immer in diesen Büchern als Freund verewigen. Wow, du hast ja schon verdammt viele Einträge. Bestimmt, weil du so beliebt bist. Das stimmt doch gar nicht, Kanako. Jua-chan, schreib Rumi in die deine Schwarmzeile. Aber ich bin doch ein Mädchen. Meine Stärken und Schwächen. Ich weiß nicht wirklich, was ich da reinschreiben soll. Du findest bestimmt was. Ich weiß auch nicht, was meine sind. Kanako, deine Stärke ist doch, dass du schnell laufen kannst, oder? Du hast doch jedes Mal bei den Sportveranstaltungen gewonnen. Ja, es ist aber peinlich, sowas über sich selbst zu schreiben. Hey, wir sind bald Mittelschülerinnen und ist es nicht etwas kindisch in dem Alter noch in Freundschaftsbücher zu schreiben? Die Jungs machen sich auch schon über uns lustig. Bestimmt hast du bei deinen Stärken hingeschrieben, dass du sagst, was du denkst, nur damit du erwachsener wirkst, um beliebter zu werden. Wie auch immer. Reina, was hast du bei deinen Stärken angegeben? Mein Gesicht natürlich. Was denn? Das ist doch in Ordnung, oder? Für Reina ist das normal. Dass man so etwas über sich selbst sagt, also wirklich. Wir sind immer in einer Gruppe. Ein schwarzes Freundschaftsbuch fiel auf den Boden. Wem das wohl gehört? Es ist ja ganz schwarz. Diejenige hat einen furchtbaren Geschmack. Es war in der Tischschublade, oder? Hier steht ja noch gar nichts drin. Lass uns etwas reinschreiben, diejenige wird sich bestimmt freuen. Hä? Was ist los, Rumi? Ach, nichts. Ab da begann der Albtraum. Und dann, nach der Schule, kurz vorm Heimgehen. Kanako trödelt ganz schön. Wie lange braucht man denn, um die Sporthalle aufzuräumen? Wir gehen gleich ohne sie los. Ein Mädchen kommt ins Klassenzimmer gerannt. Es ist etwas Schreckliches passiert! Kanako! Der Basketballkorb ist auf sie gefallen! Ihre beiden Beine wurden abgetrennt! Beide ihrer Beine wurden abgetrennt. Was? Das kann nicht sein! Ist etwa das Gerücht vom Fluch des schwarzen Freundschaftsbuches wahr? Was? Welches Gerücht? Hat es etwas mit Kanako zu tun? Jeder hat in dieses schwarze Freundschaftsbuch reingeschrieben, oder? Es gibt ein schreckliches Gerücht über das Buch im Internet. Es gab vor Jahren ein wirklich schüchternes Mädchen. Sie wollte, dass jeder in ihr Freundschaftsbuch schreibt und ging es kaufen. Aber auf dem Weg zurück geriet sie in einen Autounfall und kam ums Leben. Nach einer Zeit wurde das Mädchen vergessen und ihre Seele war voller Hass. Je nachdem, was die Leute als deren Stärke aufschreiben, passiert ihnen etwas Schlimmes. Rumi, was sagst du denn da? Ein verfluchtes Freundschaftsbuch also. Was hatte ich bloß als Stärke angegeben? Was hast du reingeschrieben, Rumi? Ich habe... Ja? Hey, kommt runter! Es ist nichts weiter als ein Gerücht, oder? Lasst uns nicht weiter darüber reden. Ja, es ist doch dämlich. Kanako ist in einer so schlimmen Situation und ihr redet über so einen Unsinn? Plötzlich zerbrechen wie aus dem Nichts die Fenster und die Glasscherben fliegen wie ein Hagelsturm in Reinas Gesicht. Reinas blutiges Gesicht lässt die Atemzüge der Mädchen stocken. Reina! Hat die als ihre Stärke ihr Gesicht erwähnt? Oder? Es ist also wirklich wahr! Erschrocken läuft Rumi davon. Rumi? Jua läuft ihrer Freundin nach. Rumi, ist es gefährlich, alleine rumzulaufen? Was hier passiert, geht mich überhaupt nichts an. Rumi zeigt ihr die Seite aus dem schwarzen Freundschaftsbuch, auf der ihr Name steht. Sie hat die Zeilen mit den Stärken weggelassen. Ich möchte nicht durch andere Leute hineingezogen werden. Andere Leute? Jua erinnert sich an die schöne gemeinsame Zeit, wo sie zu viert beieinander saßen. Dann mach, was du willst.
Ich dachte, wir wären Freunde. Was würdest du dann tun, wenn nur du am Leben bleiben würdest? Yua läuft zurück ins Klassenzimmer als... Hey, alle... Sie erstarrt vor Angst und Entsetzen, als sie sieht, wie all ihre Mitschüler tot auf dem Boden liegen. Warum passiert das? Sogar alle Jungs, obwohl sie nicht in das Buch geschrieben haben. Yua tritt auf die Seite, auf der ihr Name steht, und liest die Zeilen mit ihrem Schwarm, in der Rumis Name steht. Sie erinnert sich an das Gespräch von vorhin. Yua-chan, schreib Rumi in die dein Schwarmzeile. Yua will sich umdrehen und wegrennen. Als... Rumi? Du bist in Ordnung? Rumi sieht mit dem Rücken zum Fenster. Yua, es tut mir leid. Ich habe nichts in die Zeile mit meinen Stärken reingeschrieben, weil ich von dem Fluch Bescheid wusste. Jeder war immer so nett zu mir. Aber wenn andere in Gefahr geraten, laufe ich einfach weg. Ich habe keine Stärken. Yua sieht, wie Rumi am ganzen Körper zittert. Aber... Das ist nun unwichtig, selbst wenn man keine Stärken angibt. Eine Hand packt nach Rumi und zählt diese aus dem Fenster. Yua! Rumi fiel aus dem Fenster. Voller Angst stützt sich Yua an der Wand ab. Rumi, es ist also nicht von Bedeutung, ob man reinschreibt oder nicht? Bin ich etwa die Nächste? Es sind bereits einige Stunden vergangen. Im Morgengrauen geht langsam die Sonne auf. Yua sitzt auf dem Boden und wartet, bis sie die Nächste ist. Es ist nichts passiert. Könnte es sein, dass ich sicher bin? Aber wieso hab nur ich überlebt? Was zum Teufel habe ich als meine Stärke angegeben? Yua schlägt die Seite von ihr auf und liest unter ihren Stärken. Ich habe eine Menge Freunde. Sie erinnert sich an das, was Rima gesagt hat. Nach einer Zeit... wurde das Mädchen vergessen und ihre Seele war voller Hass. Nein, ich bin nicht gerettet. Dieses Mädchen, es ist sauer, weil ich so etwas als meine Stärke angegeben habe. Sie wollte, dass ich alles verliere. Das ist, weshalb jeder gestorben ist. Es ist alles meine Schuld. Eine Hand erscheint auf Yuas Schulter. Keine Sorge, ich bleib für immer bei. War das etwa das Ende? Das glaubt ihr wohl selber nicht. Hey Hiro, möchtest du nicht in mein Freundschaftsbuch reinschreiben? Klar möchte ich. Wem gehört denn dieses schwarze Freundschaftsbuch?